In den letzten 200 Jahren begnügten sich die Armenier nicht damit, unsere historischen Gebiete wie Irawan, Sengesur, Göyçe, Dereales, Vedibasar zu kopieren und setzten ihre abscheuliche Politik fort, Karabach zu besetzen. Im Laufe des Jahres haben die Armenier nicht nur materielle, sondern auch unsere geistigen Eigentümer gestohlen und machen sie der Welt als eine alte und große Nation bekannt. Der Schriftsteller und Pädagoge Khachaturabovyan, der als Begründer der zeitgenössischen armenischen Literatur gilt, stellt in seinem Buch Wunden Armeniens fest, die Menschen bzw. Armenier haben eine enorme Menge türkische Wörter gelernt und verwandten sich bisher, Gott verdammt türkisch, aber diese Sprache hat den Segen des Gottes. Überall, auf Feiern oder Hochzeitszeremonien, singen wir auf türkisch. Unsere Sprache besteht aus mindestens 50% türkischen Wörtern. Türkisch bzw. Aserbaidschanisch ist so sehr in unsere Sprache eingedrungen, dass die Lieder, Gedichte und Sprichwörter auf Türkisch bzw. Aserbaidschanisch von uns erzählt werden. Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen alter und moderner Sprache Armenisch ist die syntaktische Struktur. Die alte armenische Sprache, Grammar, ähnelt europäischen Sprachen von diesem Standpunkt aus. Aber die neue armenische Sprache, Ashgharabar, ähnelt der türkischen, aserbaidschanischen Sprache, die Aneignung von historischen Denkmälern. In den späten 90er Jahren hat Armenien nach der Besetzung von Bergkarabach und umliegenden Gebieten mit Hilfe armenischer Bürger eine Reihe von Methoden angewandt, um sich die nationale Kultur Aserbaidschans anzueignen und der Welt zu beweisen, dass diese Territorien Armenien gehören. Armenier bauten Kirchen und Steinkreuzen in besetzten aserbaidschanischen Gebieten. Es gibt umfangreiche Propaganda über die Zugehörigkeit der Armenier zu historischen und kulturellen Denkmälern, die den Aserbaidschanern gehören. Die Ornamente der albanischen Monumente werden geändert und armenisiert. Fakten über die Aneignung der christlichen Denkmäler Aserbaidschans durch Armenier wurden von dem georgischen Historiker Çavçavadze in dem Buch Armenier und Steine, die blutig weinen, wiedergespiegelt. Forscher haben jedoch gezeigt, dass selbst die Denkmäler der christlichen Zeit nicht der armenischen Kultur und der Herkunft entsprechen. Albanische Denkmäler in Karabach. Wissenschaftler, die Architekturdenkmäler des Kaukasus Albaniens studiert haben, sagen, dass sich diese Denkmäler aufgrund ihrer vielen charakteristischen Merkmale und architektonischen Planungsstile von den armenischen religiösen Baudenkmälern unterscheiden. Laut allen historischen Zeugnissen gehören diese Denkmäler zur nationalen Kulturebene unseres Volkes. Zu diesen Denkmälern zählen das Kloster Aroğlan im Distrikt Laçin, das Kloster Hudavenk in der Region Kelbecer, der Tempelkomplex Heiliger Elisee in Agdere, das Kloster Gencesar in Agdere. Armenische Aneignung türkischsprachiger Gerichte durch Armenien. Die aserbaidschanische Küche ist eine der ältesten, reichsten und köstlichen Küchen der Welt. Die Küche von Karabach ist eines der ersten Zentren dieser Kultur. Aus der Zeit der Sowjetunion wurden 15 berühmteste Gerichte wie Dolma, Pahlava, Bosbash, Keta, Kutab, Lulekebab von der aserbaidschanischen Küche gestohlen und armenisiert. Die Namen dieser Gerichte sind türkischer Abstammung und beweisen einmal mehr, dass diese Gerichte zur aserbaidschanischen Küche gehören. Sogar das albanische Alphabet und die Schrift, geschrieben von den Gamigaya-Schriften aus den alttürkischen Wurzeln, haben den Namen von Mesrop Mastos geschrieben, dem Armenier, der die albanische Sprache nicht weiß. Unabhängig vom Willen des aserbaidschanischen Volkes haben sie jahrelang über die Fakten dieses Diebstahls geschwiegen und die Ähnlichkeit und sogar Identität von Folklormustern und Autorenwerken sowohl im zaristischen Russland als auch in der Sowjetzeit in einem geografischen Gebiet wirtschaftlichen, sozialen und politischen Beziehungen erklärt. Trotz der Aufnahme von Armenien sind die Namen der Musikinstrumente, die sie verwenden, auf Türkisch. Saz, Santur, Keman, Bağlama. Sie schrieben Musikinstrumente ohne Zeremonie sich selbst zu. Nachdem das Stück von Üzeyir Hacıbeyev Aşım Alalan damals aneignet und dann der wahre Schriftsteller der Weltgemeinschaft bekannt wurde, haben sie in den 80er Jahren der Musikersendung von Babacanyan im Radio 2 Komödien von Hacıbeyev als eine Melodie aus einem armenischen Dorf in Karabach präsentiert. Sie veröffentlichen ihre Kompositionen, als wäre Dede Gorgut von armenischen Eindrücken geschrieben und wollen einige Teile aneignen. Im Auftrag der Hersteller von Eldanis, das von unserem berühmten Architekten Acemi geschaffene Denkmal Mümine Hatun wird auch als armenisches Denkmal aneignet. Unsere Volkstänze wie Varzalı, Terekeme, Yalı, Uzundere, Kazağı, Mirzeyi und Volkslieder wie Hambacı, Deliceyran wurden auch von Armenien angeeignet. Karabach war ein
integraler Bestandteil des alten aserbaidschanischen Staates, Kaukasus-Albanien, ursprünglich von Türken und Kaukasusstämmen. Materialkulturbeispiele, numismatische Beweise, wie während archäologischer Forschungen in Hankendi, Agdara, Kocaevent, Şuşa, Uzun-Karabach, Berda, Tertar, Agdam, Agcebedi, Füzuli, Beylagan, Laçın und Kelbecer entdeckt wurden, zeigen sozioökonomische Niveau, Lebensbedingungen und allgemeine Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte dieser Region Aserbaidschans. Ovanes Tumanyan, berühmte Dichter und Schriftsteller, die wahre Errettung muss von ihnen beginnen, weil wir von ihnen krank sind. Gevorg Arslan, bekannter Historiker, Armenier hatten keine Staatlichkeit. Sie haben nichts mit Heimatgefühl oder politischen Bindungen zu tun. Der armenische Patriotismus hängt nur von dem Ort ab, an dem sie leben. Manuk Abegyan, renommierter Literaturkritiker, Linguist und Folklorist, Akademiker. Wo sind die Wurzeln des armenischen Volkes? Wie, wann, wo und auf welche Weise sind sie gekommen? Wir haben keine klaren und eindeutigen Beweise. Levon Dabegyan, bekannter Historiker. Armenier sind die Türken direkt verantwortlich für die Nationalität. Wenn wir zwischen den Byzantinern oder einigen anderen Europäern wählen, würden der armenische Namen nur in historischen Büchern erhalten bleiben. Aykazian, Historiker. Die primitive armenische Dynastie besteht nicht aus historischen Persönlichkeiten, sondern aus fabrizierten Persönlichkeiten aus Märchen. Movses Horizon selbst ist nicht der Historiker aus 5. Jahrhundert, sondern der betrügerische Historiker des 7. Jahrhunderts.